Hallo ihr Lieben, hier ist die Nathalie mit einer Karte für den Dienstag, den 31. Mai 2011. Und da habe ich heute wieder die Göttinnen für euch mal gezogen. Die Mäwe, die steht für Zyklen und Rhythmen. Und sie sagt, ehre die Zyklen deines Körpers, der Energiezustände und Gefühle. Was da jetzt gleich kommt, ist, dass wir immer so ein bisschen über diverse, wie soll ich sagen, Müdigkeiten, die unser Körper aufweist, hinweghuscheln. Also wir neigen dazu und wollen permanent nach Möglichkeit, permanent in vollster Energie zu 100% durch unseren Alltag durchhecheln und möglichst viel leisten, damit wir dann mit uns selber wieder besonders zufrieden sein können, weil wir natürlich auch dazu neigen, uns selber auch sehr anzutreiben. Oder wir sind relativ genervt darüber, dass wir nicht so viel auf die Reihe bekommen an Aktion in unserem Alltag, wie wir uns das gerne wünschen würden und sind deshalb frustriert, zum Beispiel. Wir neigen dazu. Die Mäwe möchte sagen, dass es wichtig ist, die Zyklen und Rhythmen des Körpers und auch der Psyche bitte zu würdigen und sich auch Ruhepausen zu gönnen. Das ist ganz wichtig. Denn die Ruhepausen sind gut vergleichbar wie der Schlaf in der Nacht und die Aktion am Tag. Es ist wichtig, dass wir uns Ruhepausen gönnen. Da laden wir uns wieder auf. Da nähern wir uns, sei es jetzt spirituell, sei es einfach auch nur körperlich. Es ist wichtig, dem Ganzen dann auch nachzugeben. Natürlich kommt jetzt rein, es ist nicht erforderlich bzw. nicht unbedingt wünschenswert, wenn wir nur noch rumliegen. Alles hat Maß und Ziel, das ist ganz klar. Aber wenn ihr euch matt fühlt, wenn ihr einfach ausgelaugt seid, dann hat das Gründe. Zum einen eben wirklich, die Engel sagen immer ganz gerne, wenn ihr mal Bäume betrachtet, wie die wachsen. Die wachsen auch nicht Tuschur durchgängig in einem fort durch, sondern ihr kennt diese Ringe, die Bäume ausbilden. Also die Ringe, die bilden sich deshalb aus, weil einfach das Wachstum manchmal ein bisschen geringer ist und dann wächst das Ganze im nächsten Jahr mit einem neuen Ring wieder nach außen. Aber der Baum holt sich erstmal wieder die Kraft über den Winter und treibt dann sozusagen im Frühjahr wieder aus, wie andere Pflanzen oder wie viele andere Pflanzen eben auch. Und so ist der Körper einfach in kürzeren Zyklen auch zu sehen, dass es letztendlich darum geht, dass wir unseren Körper ehren, dass wir auch unsere Psyche ehren. Wir können nicht immer super toll drauf sein, das geht nicht. Dass wir dann aber auch genau hingucken, was ist gerade los, wie geht's mir, und in dem Moment, wo ich genau hingucke, habe ich auch die beste Möglichkeit, wieder mich auf ein Wohlgefühl einzustellen und mich mal wieder ein bisschen zu reflektieren und zu sagen, alles klar, da haben sich wieder ein paar Schatten eingeschlichen, die gilt jetzt einfach zu beachten, zu akzeptieren, zu integrieren, und dann geht's munter weiter. Und das benötigt eben auch innehalten und still sein und mal wieder gucken, wie geht's mir. Und im nächsten Moment geht's dann wieder gestärkt weiter. Und eure Intuition wird euch auch sagen, wann es dann wieder Zeit ist, wieder weiter zu hecheln, beziehungsweise dann erfrischt und gestärkt weiterzugehen. Die Karte kann auch ein Zeichen dafür sein, dass momentan einfach sich euch neue Dinge auftun, die ihr ergreifen dürft, sei es in privater oder beruflicher Hinsicht. Das sei euch auch gesagt. Und es ist einfach wirklich, dass die überwiegende bzw. die Hauptaussage von Mäwe ist im Augenblick einfach wirklich, guckt drauf, dass ihr euch genügend Ruhepausen gönnt. Guckt drauf, wenn es euch nicht so gut geht, dass ihr das in Ordnung bringt und euch wieder stärkt, und seid einfach selbst eure allerbesten Freunde und schaut am allerbesten auf euch. Ein anderer kann das nicht so, das könnt ihr selbst nur am allerbesten. Das war das, was die Mäwe euch jetzt sagen wollte, und somit entlasse ich euch in den wunderschönen Dienstag.
Lasst euch gut gehen, kümmert euch hervorragend um euch selbst, verurteilt euch bitte nicht für diverse Faulheiten oder diverse Energiezustände, die euch vielleicht gerade mal nicht so in den Kram passen, sondern lasst euch wirklich gut gehen. Das ist das Beste, was ihr für euch tun könnt, und somit seid ihr auch wesentlich produktiver und das dient eurer Umwelt und euch wesentlich mehr. Also, somit freue ich mich auf euch. Bis morgen. Tschüss.